Eine häufige Frage zur Bibel beschäftigt sich mit der Stelle, an der Jesus betet. Wenn er selbst Gott ist, warum betet er dann? Und zu wem betet er? Zu Gott Vater? Zu sich selbst? Für einen Menschen, der sich mit der christlichen Theologie noch nicht auseinandergesetzt hat, ist diese Bibelstelle wirklich unverständlich. Aber es hatte dennoch seine Richtigkeit. In Jesus Christus waren zwei Naturen vereint. Er war Gott und Mensch. Nach seiner göttlichen Natur war er allwissend, allgegenwärtig, unveränderbar, unsterblich. Nach seiner menschlichen Natur ist Christus jedoch gealtert, hatte Hunger, hat geweint, als sein Freund Lazarus gestorben ist und wurde letztlich selbst am Kreuz getötet. Seiner menschlichen Natur nach hat er also menschlich gehandelt. So hat er geschlafen, gegessen und auch gebetet. Wozu soll er das gemacht haben? Wir sind davon überzeugt, dass Gebet ein natürliches menschliches Bedürfnis ist. Ein Mensch hat Hunger und sein Bedürfnis ist es zu essen. Ein Mensch will nicht allein sein, hat Sehnsucht nach der Nähe von anderen Menschen. Genauso geht es einem Menschen seelisch schlecht, wenn er allein ohne Gott ist. Und den Kontakt zu Gott bekommen wir durch das Gebet. Christus hat demnach seiner menschlichen Natur nach das gemacht, was alle Menschen tun sollten. Er hat gebetet. Ein anderer Aspekt, dass Gott die heilige Dreiheit ist. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott ist eine Natur, in welcher drei Personen vereint sind. Diese sind zwar ihrer Natur nach eins, doch als Personen können sie sich miteinander unterhalten. Ein Beispiel dafür, wie Gott mit sich selbst spricht, haben wir schon im Buch Genesis des Alten Testaments, der sogenannte göttliche Ratschluss. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Oder eine andere Stelle: Und der Herr Gott sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Ähnlich auch in der an das Buch Genesis angelehnten Koran-Sure 95. Wahrlich, wir haben den Menschen in schönstem Ebenmaß erschaffen. Wirkt er dann aber Böses, so verwerfen wir ihn als den Niedrigsten der Niedrigen. Wenn Christus also betet, dann kommuniziert er als Sohn mit seinem Vater auf die den Menschen übliche Weise, durch das gesprochene Gebet. Eine weitere Erklärung bietet dazu der Ansatz des guten Beispiels, was uns Christus geben wollte. Christus war uns in allem ein Beispiel gewesen, in seinen Handlungen, in seinen Gefühlen, darin, wie er das Leiden ertragen hat. Er wollte, dass wir ihn nachahmen. Deshalb heißt es auch Christen, weil wir Christus ähnlich sein möchten. An seinem Beispiel hat er uns gezeigt, wann und wie wir beten sollen. Darüber sagt der Apostel Paulus: Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Um uns ein echtes Beispiel und ein wahrer Fürsprecher vor Gott Vater zu sein, hat Christus also alles uns ähnlich gemacht, außer zu sündigen. Dazu sollte seiner Meinung nach auch das Gebet gehören. Grundsätzlich hat Christus ja vieles gemacht, was er als Gott nicht hätte machen müssen. Er hat die Taufe angenommen, obwohl er keine Sünden hatte. Er hat mit seinen Schülern das Paschamahl gegessen, obwohl er selbst das Brot des Lebens ist. Er ist von einer Frau geboren worden und wurde wie ein Verbrecher gekreuzigt. Doch all das hat er auf sich genommen, um uns Menschen zu retten, um uns den Weg in den Himmel zu ebnen. Darüber heißt es im Brief des heiligen Apostels Paulus an die Philipper: Christus Jesus war Gott gleich und hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters.